In dieser Jahreszeit darf Reibekuchen nicht fehlen. Ich zeige euch heute die schnelle und dazu einfache Zubereitung davon. Die sind total lecker und ja, jetzt geht's los mit den Zutaten und dann machen wir weiter mit der Zubereitung. Für dieses Rezept brauchen wir vorwiegend festkochende Kartoffeln. Die habe ich bereits geschält und mit einer Reibe gerieben. Dazu brauchen wir noch Zwiebeln, die habe ich fein gewürfelt. Wir brauchen Eier, Mehl sowie Salz, Pfeffer und dann brauchen wir noch Öl zum Ausbacken. Alle Zutaten außer das Öl sehr gut verrühren und dann ist unsere Masse auch schon fertig. In eine Pfanne reichlich Öl hineingeben und dann auf mittlerer bis höchster Stufe erhitzen. Ich mache das Ganze auf Stufe 7 und habe insgesamt 9 Stufen. Anschließend portionsweise von der Masse etwa 2 Esslöffel in eine Pfanne geben und dann beidseitig goldbraun ausbacken. Ich habe etwa 2 Minuten pro Seite die Kartoffelpuffer gebraten, anschließend auf ein Küchenpapier abtropfen lassen und dann mit beliebigen Zutaten servieren. Die Kartoffelpuffer werden von vielen ganz unterschiedlich verzehrt. Einige servieren dazu Apfelmus, einige doch herzhafte Soßen, wie zum Beispiel Ketchup. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt viel Spaß beim Nachkochen. Lasst es euch schmecken. Und die genauen Mengenangaben zum Rezept findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Und wir hören uns in meinem nächsten Video. Bis dann!